Hallo und seid schön gegrüßt zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ein ganz besonderes Video mal wieder. Ich freue mich riesig, es euch vorzustellen, wobei ich mich eigentlich bei jedem Video freue, es euch vorzustellen. Ich freue mich aber trotzdem mehr als sonst, weil ich hier euch Proteinriegel vorstelle, beziehungsweise erstmal einen. Ja, es ist etwas windig hier. Ich glaube, ich muss vielleicht gleich reingehen. Ich bestelle euch einen Proteinriegel vor, dessen Marke ich überhaupt nicht kenne. Und zwar Rockalicious Proteinriegel von Rocker Nutrition. Ich habe mir 3 Stück gekauft, weil es neulich mal keine Versandkosten gab. Dachte ich mir, hole ich mir mal 3 Stück und probiere die, mache für euch Testvideos. Ihr wisst ja, ich zahle ungern Versandkosten oder hole mir ungern was für 50 Euro, dass ich dann irgendwie die Versandkosten umsonst kriege. Es gab die Versandkosten aber umsonst, sodass ich mir diese 3 hier einfach mal geholt habe. Mehr nicht. Ich restlichen Sachen, da interessieren mich überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen. Und ist mir auch alles zu teuer, muss ich auch ehrlich sagen. Die Dinger hier haben jeweils 2,30 gekostet, 60 Gramm sind drin und wir probieren als erstes mal den Zini Mini vor, denn da freue ich mich am meisten drauf. Die anderen werdet ihr früher oder später auch sehen. Rockalicious. Ja, eine deutsche Marke, soweit ich weiß, macht viel Werbung auf Facebook und auch Instagram, sehe ich sehr viel. Werbung persönlich finde ich ein bisschen albern, so nackte, bemuskelbepackte Typen irgendwie in eine Kochschürze, die da irgendwie Werbung für machen. Ich finde das also ein bisschen affig, ehrlich gesagt. Auch das Design finde ich so ein bisschen komisch. Aber das ist Geschmackssache, es ist poppig, es ist flippig, sage ich mal. Also von daher ist es wiederum auch ganz witzig. So, es fällt vor allem auf. Das ist auch immer wichtig. Man muss sich natürlich auch gut verkaufen können. Und ich denke, da, das was das Marketing angeht, sind die gar nicht mal so verkehrt, die von Rocker Nutrition. Ja, es ist hier ein Proteinriegel, 20 Gramm Protein sind pro Portion drin, ähnlich wie so ein Questbar. Und, oh, da fällt mir ein, den will ich nämlich auch als Vergleich hinzuziehen. Na, wartet mal einen Moment, der bin gleich wieder, aber bei mir ist er zu wenig, ich glaube, ich gehe rein. Moment. So, ich bin jetzt hier wieder drin. Habe ich das Teil gerade weggelegt? Oh, da ist er. Ich möchte den Vergleich zu Questbars ziehen, weil hier, ich sag mal, eine Zutat bei beiden Riegeln gleich ist. Und da finde ich das immer ganz schön, wenn man so ein bisschen den Vergleich zieht. Und zwar ist das der Isomalt-Oligosaccharid-Sirup, der hier in diesem Rockalicious auch drin ist. Ja, aspartamfrei, glutenfrei, keine künstlichen Farbe und kein Zucker zugesetzt. Entschuldigung, ich bin irgendwie ein bisschen müde. Ist soweit okay, ist aber auch bei vielen anderen Riegeln so, ne? Ist also nichts Besonderes. Der Geschmack ist hier in dem Fall Cinimini, also Zimtschnecke. Cinivini. So, wir gucken uns als erstes mal die Zutaten an. Ballaststoffreicher Proteinriegel mit Süßungsmittel. Geschmack Zimtschnecke. Ach nee, das waren gleich die Zutaten. Hier sind die Zutaten. Und zwar haben wir eine Eiweißmischung aus Milcheiweißisolat, Molkeneiweißisolat und Molkeneiweißkonzentrat. Tatsächlich ähnlich wie so ein Questbar. Dann haben wir VitaFiber. VitaFiber ist quasi die Marke, aber letztlich ist es auch ein Isomalto-Oligosaccharid-Sirup bzw. ein präbiotischer Ballaststoff. Bei einem Questbar wird das alles ein bisschen anders ausgedrückt. Da ist es Soluble Corn Fiber. Das ist aber das Gleiche. Und ja, das ist der Ballaststoff-Sirup, sag ich mal. Der süßt und wird dann nachher als Ballaststoff deklariert. Doch, ihr müsst bedenken, das ist eben hier quasi genauso Marketing wie beim Questbar. Es wird zwar hier als Ballaststoff deklariert, wird aber vom Körper trotzdem abgebaut und geht auch auf den Insulinspiegel. Dieser Riegel ist nicht Low Carb, auch wenn hier keine Kohlenhydrate so gut wie drin sind. Ne? Also beziehungsweise diese Mehrwertigen gehen ja sowieso nicht auf den Insulin. Aber das hier sind streng genommen auch Kohlenhydrate, denn Ballaststoffe sind nichts anderes als Kohlenhydrate. Tatsächlich nur welche, die der Körper eben nicht abbauen kann. Eigentlich, aber diesen kann er abbauen, zumindest teilweise. So, wir haben aus Tapioca-Stärke, genau. Dann haben wir hier noch Fructo-Oligosaccharid-Sirup, ist so ein ähnliches Teil. Füllstoff Polydextrose, das ist auch eine Art Ballaststoff. Dann haben wir Feuchtmittel, Glycerin, Mandeln, Kakaobutter, Aroma, Zimt, Meersalz, Säureregulator, Säurungsmittel, Süßungsmittel, Sucralose und Emulgator. Also ein paar mehr Zutaten als so ein Questbar, aber muss ja jetzt nicht unbedingt was Schlechtes sein. Ansonsten finde ich gut, kein Kollagen drin. Und auch sonst erscheinen mir die Zutaten, ja, Mandeln ist auch wie beim Questbar, erscheinen mir die Zutaten ganz gut, wobei hier mit Polydextrose deutlich mehr auch nochmal gestreckt wird. Und resultiert dann aber daraus, dass wir einen sehr hohen Ballaststoffanteil haben. Wir gucken uns mal die 60 Gramm an. Da haben wir einen Anteil von Ballaststoff von 18,6. Wenn wir uns bei so einem Questbar das angucken, haben wir 16, also ein bisschen mehr sogar noch als so ein Questbar. Also ist schon mal gar nicht mal so wenig und
Durch die vielen Ballaststoffe resultiert auch, dass wir einen Nährwert von bei 100 Gramm von nur 288 haben. Das ist tatsächlich wenig, wohlgemerkt, aber auch ähnlich wie manche Quest-Bars, die kommen teilweise auch auf solche Werte. Wobei ich glaube, dieser hier ist nochmal ein Tick niedriger, was auch daran liegt, dass hier deutlich weniger Fett drin ist. Ne? 5,7 Gramm, wobei bei so einem Quest-Bar bei 100 Gramm mal locker 12, 13, 14 drin ist, ne? Als Vergleich halt. Aber sonst werden die ähnlich von der Art sein. Wir haben kein Coating, noch irgendwas, kein Schokolade. Also ziemlich ähnlich. Ähnlich auch dem Clean Bar von Allstars war es, glaube ich. Und ähnlich diesen günstigen, den es bei Amazon noch gibt. Das habe ich den Namen schon wieder vergessen. Ähnlich den Riegeln von Bodylab 24, diese Clean Bars. Ähnlich den Clean Bars von Body and Fit. Findet ihr alles auf meinem YouTube-Kanal. Könnt ihr euch gerne nochmal für einen Vergleich reinziehen. Also so ein Riegel wird das sein. 2,30 Euro habe ich, glaube ich, gesagt, kosten sie. Oh, sieht schon mal sehr bescheiden aus. Ist leider nicht sehr spektakulär. Ich hole ihn mal hier eben raus. Ich packe ihn mal eben aus und lege ihn auf den Tisch. Moment, irgendwie will ich die Tüte nicht ganz zerreißen. Oh, sieht aber scheiße aus, ey. Habe ich ein bisschen mehr erwartet. Auch so ein hässlicher Block. Seht ihr? Und genau, wenn ich schon an die Optik denke, dann denke ich mir, da kann ich mir auch die für 1 Euro vom Body and Fit kaufen oder für 1,20 Euro. Da muss ich nicht das Doppelte bezahlen. Tja, hätten sie ein bisschen... Ich kenne jetzt die anderen Riegel noch nicht, aber von der Optik sieht das Ding schon mal, sorry, wenn ich das so sage, aus wie die ganz billigen. Kommen nicht mal ansatzweise von der Optik an so einen geilen Quest-Bar ran. Da gibt es zwar auch Abstriche, es gibt auch bei Quest-Bars welche, die nicht super aussehen. Guckt euch meine Videos an, es gibt inzwischen fast alle in meiner Playliste. Aber manche davon sehen geil aus und die sehen zum Beispiel dann auch wirklich so aus. Oder guckt euch mal den besten Proteinriegel aktuell für mich an, den Maple Waffle von Quest Nutrition. Habt ihr vielleicht noch gar nicht gesehen, ganz neu, schaut euch das Video an. Der sieht geil aus, da ist Sirup drin, da ist Waffel drin, da ist Butter drin. Hallo, hallo, hallo. Und hier haben wir so ein sehr trivial aussehendes Ding. Ich ärgere mich jetzt schon, Geld ausgegeben zu haben. Aber gut, der Geschmack könnte es ja noch rausreißen. Wir können ja auch mal gucken. Jetzt muss ich mal hier irgendwie ein Messer noch holen. Irgendwo. Wir können ja mal gucken, ob wir irgendwie was da drin finden. Nein, wer hätte das gedacht? Es wundert mich ehrlich gesagt nicht, weil dann hätte man schon auch so ein bisschen was gesehen. Also wir haben hier keine Stücke drin oder so. Also für die Optik ist es dann eher so ein bisschen weniger, sage ich jetzt mal. Ja, so könnte man das vielleicht ausdrücken. Bah, sorry. Aber bevor es heißt, ich gehe den nicht gründlich auf nach, machen wir nochmal einen Querschnitt. Nein. Also wir bekommen keine Stückchen. Es riecht nach Zimt, aber auch so ein bisschen, also wir haben auch so ein bisschen was von diesem Geruch von Quest-Bars. Das ist dieser Isomalti-Oligosaccharid-Sirup. Ach übrigens, hier, guck mal. Moment. Das ist übrigens Vita-Fiber. Habe ich jetzt hier mal von MyProtein gekauft. Der hat ein bisschen Feuchtigkeit gezogen, deswegen ist das jetzt so ein dicker Block, kommt lieber nicht rein. Und ihr könnt ja auch mal den Nährwerte sehen von so einem Vita-Fiber. Ihr seht also, es ist kein Ballaststoff, der keine Kalorien, weil die meisten Ballaststoffe haben keine oder so gut wie keine. Dieser hier hat welche und erstaunlicherweise gilt er als Kohlenhydrat. Schwupp, 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 schwupp. Reines Kohlenhydrat, aber eben Ballaststoff. Das ist Vita-Fiber. Ist ein Kohlenhydrat. Da seht ihr wieder, je nach Land und auch je nachdem, wie man etwas ausdrückt, kann man sich die Sachen schönreden. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Und wie man sieht, er hat Kalorien und er geht auch auf den Insulinspiegel. So. Das ist der Vita-Fiber. Weg mit dem Brocken. Oh, ich muss kurz Videobreak machen. So, ja, jetzt kommen wir aber mal zu dem Riegel selbst. Ich habe jetzt viel gequatscht nebenbei, aber ich denke, ihr seid da jetzt voll informiert, was Vita-Fiber ist und was Ballaststoffe sind und so weiter und so weiter. Gucken wir aber mal, ob das Ding hier nach Zimtschnecken schmeckt. Ehrlich gesagt, habe ich noch keinen Riegel erlebt, der richtig gut nach Zimt schmeckt. Entschuldigung, wenn ich schmatze. Ist sehr schwer zu beißen. Er ist noch zäher und noch fester als ein Questbar. Und schmeckt unfassbar mies. Mmh. Es schmeckt nicht. Mmh. Man schmeckt ein bisschen Zimt. Er ist aber eher muffig. Ein bisschen. Wo ist der Hefegeschmack? Habe ich auch nicht.
Man könnte vielleicht so ein bisschen so ein Gesamtaroma. Wenn man jetzt sowas isst wie eine Zimtschnecke, schmeckt man ja nicht unbedingt immer individuell raus Zucker, Zimt, Hefe, Milch, Butter, sondern es gibt so einen Gesamtgeschmack. Und dieses Aroma des Gesamtgeschmackes, den kriegt man hier vielleicht ein bisschen mit. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ändert aber nichts daran, dass das nicht schmeckt. Ich ärgere mich gerade, dass ich den Riegel gekauft habe. Möchte aber positiv sagen, Zutaten sind okay, Nährwerte sind auch gut, wenig Kalorien, wobei ohne Scheiß, ob ein Kalorien jetzt 280 hat oder 320, ist auch scheißegal. Oder es sollte euch scheißegal sein, sage ich mal so. Ja, schmeckt gar nicht, also wirklich nicht. Man sieht, wir gucken jetzt hier nochmal, die Konsistenz, also es ist ähnlich quetschbar, liegt ja auch am Isomaltoolige-Saccharide, aber das hier ist noch fester, als ob quasi noch weniger Flüssigkeit drin ist, was ja auch durchaus sein kann. Und er ist auch irgendwie anders verarbeitet, durch das Polydextrose wird er vielleicht auch fester. Ja. Nö. Also ich mag andere, ich mag, dass er sehr fest ist, finde ich gut. Und noch viel fester als ein Quesper. Ist wirklich wie so ein Kaubonbon, das finde ich auch gut. Aber geschmacklich ist das einfach scheiße. Tja. Meine erste Frage mit Rockerlicious und ich sage einen Daumen nach unten, kauft ihn euch nicht. Gerne würde ich, also meiner Meinung nach, mir persönlich schmeckt er nicht, bevor ich jetzt hier so einen Shitstorm bekomme von Leuten, die die Riegel mögen. Gilt natürlich immer, meine Videos, meine Meinung, ich persönlich mag sie nicht. Wenn ihr meint, dass ihr sie probieren müsst, dann tut das bitte. Aber objektiven Dinge seht ihr, er sieht kacke aus. Er ist nicht gerade günstig, ist aber, ich glaube, ist auch made in Germany. Ob der hier auch, also, dass die Marke deutsch ist, heißt ja nicht, dass er dann auch in Deutschland gemacht ist. Made in Germany. Das ist natürlich auch schön, das ist auch wichtig für viele Leute. Das wollen wir hier nicht, ja, wollen wir hier nicht vernachlässigen. Nützt aber trotzdem nichts, wenn dann Made in Deutschland nicht, Made in Germany nicht lecker ist. Von daher. Wie gesagt, ich finde es nicht gut, bin aber trotzdem gespannt auf die weiteren Riegel. Die Marke ist ja sicherlich auch nicht so groß geworden, weil sie irgendwie kacke ist oder sowas. Ich kriege oft irgendwie so Nachrichten von wegen, dass auch das Protein so lecker ist und so weiter. Und manche Leute sagen aber tatsächlich auch, das habe ich schon oft gelesen, dass die Riegel nicht so gut sind. Und zumindest das kann ich bis jetzt bestätigen. Proteine bin ich nicht dran gekommen, sehe ich ehrlich gesagt nicht ein zu bezahlen, finde ich zu teuer. Ja. Deswegen schauen wir mal, was die nächsten Riegel bringen. Ich danke euch fürs Zuschauen, würde mich über einen Kommentar freuen und habt noch einen wunderschönen Tag. Ciao.